Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 10. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, ein viertes Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub, Drucksache 20-9270 zu Drucksache 20-8399. Berichterstattung hat hier der Abgeordnete Janke Pürsün. Verbunden mit Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub und weitere Rechtsvorschriften, Drucksache 20-9271 zu Drucksache 20-8769. Auch hier hat die Berichterstattung Herr Janke Pürsün. Und zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD vor, Drucksache 20-9351. Und ich darf zunächst Herrn Abgeordneten Pürsün das Wort für die Berichterstattung geben, für beide. Danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Erstmal zur ersten Vorlage. Der Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen und DIE LINKE gegen Freie Demokraten bei Stimmenthaltung SPD und AfD. Und die zweite Berichterstattung ist zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Freie Demokraten gegen DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD. Herr Präsident. Vielen Dank. Damit sind die Berichte gegeben und wir kommen in die Debatte. Erste Wortmeldung, Kollege Stirböck für die FDP. Sie haben das Wort. Wir haben ausgemacht 5 Minuten, falls das jemand vergessen sollte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist ein guter Tag. Bildungsurlaub kann in Zukunft auch digital stattfinden, auch in Hessen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zweitrangig, ob sich die Arbeitnehmer im Seminarraum oder im digitalen Raum weiterbilden. Entscheidend ist nur der Bildungsfortschritt. Mit dem Bildungsurlaubsgesetz hat die Koalition einen Vorschlag aus dem Gesetzentwurf der Freien Demokraten aufgenommen. Liebe Frau Bächle-Scholz, Sie haben in der ersten Lesung sozusagen auf unser Copyright in diesem Bereich hingewiesen. Wir honorieren ausdrücklich, dass die Koalition mit uns gemeinsam diesen Weg geht. Denn letztlich ist nicht entscheidend, von wem etwas kommt. Es ist entscheidend, dass unser Land vorankommt. Und darauf kommt es an, meine sehr geehrten Damen und Herren. Leider kommt unser Land, was die Digitalisierung betrifft, manchmal zu langsam voran. Auch beim digitalen Bildungsurlaub waren 10 Länder besser als wir. Hessen ist da leider nicht vorn, sondern versinkt weiter im digitalen Mittelmaß. Leider hat die Landesregierung ja immer noch keinen Digi-Check. Noch immer keinen Digi-Check auf den Weg gebracht für ihre Gesetze. Sonst hätte sie vielleicht selbst früher gemerkt, dass es einen digitalen Bildungsurlaub noch nicht gibt und so etwas sinnvoll wäre. Und solange die Landesregierung halt keinen Digi-Check hat, sind wir als Freie Demokraten der fleischgewordene Digi-Check. Drei kleine Kritikpunkte haben wir noch. Erstens. Im Gesetzentwurf der Koalition ist der Begriff der Vermittlung politischer Bildung etwas problematisch. Er sollte unserer Auffassung nach weitergefasst werden. Zweitens. Die Aufteilbarkeit des Bildungsurlaubs sollte unserer Auffassung nach, Herr Kollege Büger hat darauf hingewiesen, weiter flexibilisiert werden. Drittens. Mit dem Gesetzentwurf der Freien Demokraten, wenn wir den damals schon sozusagen beschlossen hätten, wären wir schneller gewesen. Das ist aber für uns kein Grund, den Gesetzentwurf der Koalition abzulehnen. Wir werden dem Gesetzentwurf der Koalition zustimmen. Wir ziehen unseren Gesetzentwurf zurück. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam einen Schritt weiter vom Durchschnitt zum Fortschritt gegangen sind. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Volker Richter für die AfD. Danach kommt Herr Yüksel für die SPD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es steht außer Frage, dass Bildungsurlaube für die Fort- und Weiterbildung eine wichtige Möglichkeit zur Stärkung der Qualifikation von Arbeitnehmern darstellen, welche natürlich nicht nur den Arbeitnehmern selbst zugutekommt. Über die Stärkung der Qualifikation werden Verbesserungen im betrieblichen Ablauf erreicht und damit dann sowohl das Unternehmen und der betreffende Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer selbst nach vorne gebracht. Gerade angesichts einer sich immer mehr verschlechternden Bildung in unserem Land sollte Bildungsurlaub allerdings auch für Auszubildende ermöglicht werden. Einen entsprechenden Vorstoß sucht man in Ihrem Gesetzentwurf jedoch leider vergeblich. Dabei wären gerade Sprachkurse und vor allem mehr Deutschkurse extrem wichtig, um ein entsprechendes Defizit bei vielen Auszubildenden auszugleichen, welches über die normale Schulbildung nicht ausreichend vermittelt werden konnte und dann über die Berufsschule auch nicht ausgeglichen werden kann. Also ein wichtiges Feld, welches es noch zu bearbeiten gilt, um Unternehmen in Zukunft wettbewerbsfähiger zu machen und vor allem, damit sie überhaupt mit jungen Menschen arbeiten können, welche ansonsten ihre Mindestanforderungen, also die der Unternehmen, gar nicht erfüllen könnten. Und nebst der Vermittlung von Sprachkompetenzen wären Kurse im IT-Bereich für Auszubildende natürlich dort, wo entsprechende Lehrinhalte keinen Bestandteil der Ausbildung darstellen, ebenso sinnvoll wie förderlich. Denn ohne diese Basis, auf der weiter aufgebaut werden kann, werden Unternehmen in Zukunft schlicht nicht mit dem Personal arbeiten können, welches sie für einen guten und reibungslosen Betriebsablauf benötigen. Hier gilt somit für Auszubildende bereits exakt das Gleiche wie für Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung. Die Digitalisierung ist und bleibt eine sehr hohe Anforderung und ist Schlüsselkompetenz in den meisten Unternehmen unserer Zeit. Dies sieht übrigens auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in seiner Stellungnahme ebenso, indem er schreibt, es kann durchaus gewinnbringend für Auszubildende sein, sich in einem Bereich weiterzubilden, der auf den ersten Blick nicht unmittelbar mit der Berufsausbildung zusammenhängt. Wenn wir über eine moderne Arbeitswelt sprechen, dann gehört dazu natürlich auch die Anforderung digitaler Form an Bildungsurlaube selber. Und darüber wurde durchaus kontrovers auch in der Anhörung, wenngleich insgesamt wohl eher sehr zustimmend, diskutiert. Dass das Bedürfnis nach Präsenzveranstaltungen aufgrund sozialer Interaktionen sehr hoch ist, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine Vielzahl an Arbeitnehmern gibt, die nur schwerlich aufgrund ihrer häuslichen und privaten, vielleicht sogar beruflichen Umstände an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen können. Dies gilt insbesondere für Teilzeitkräfte, sodass wir dabei bleiben, was wir bereits bei der ersten Lesung gesagt hatten. Eine unterschiedliche Zeitverteilung von Weiterbildungsmaßnahmen für Teilzeitkräfte ist nicht hilfreich und sollte so auch nicht weitergedacht und weitergeführt werden. Dies gilt vor allem für Lehrveranstaltungen, welche in Präsenz stattfinden und es so schlicht keinen Unterschied mehr zwischen einer Teilzeit- und einer Vollzeitkraft mehr gibt, wenn man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Grund dafür vorgibt. Die zeitliche Flexibilisierung des täglichen Arbeitsprogramms ist somit durchaus zu begrüßen. Die Aufhebung der bisherigen strikten Präsenzpflicht dürfte unterdessen einige Kritiker auf den Plan rufen. Aber hier gehen wir konform mit dem Gesetzgeber, sodass auch ausdrücklich hybride und vollständige Online-Formate ermöglicht werden. Tatsächlich dürfte das gerade für jene interessant sein, welche ihr häusliches Umfeld schlicht nicht verlassen können oder auch nicht verlassen wollen und natürlich dennoch ein großes Interesse an einer Weiterbildung haben. Die Hoffnung darf groß sein, dass sich auf diese Weise das Angebot an Veranstaltungen erhöht und mehr Arbeitnehmer als bisher Bildungsurlaub in Anspruch nehmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Yüksel ist als Nächster heran und dann Frau Bächte-Scholz für die CDU. Stimmt, die konnte ich ja nicht sehen. Ja, war verdeckt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Mehrheit im Hessischen Landtag ist dafür, den Bildungsurlaub in Hessen zu stärken und auszubauen. Bildungsurlaub ist eine wertvolle Maßnahme und dient der persönlichen Weiterbildung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Davon profitieren auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, auch die Gesellschaft selbst. Im Ausschuss haben wir eine gute Anhörung zum Gesetzentwurf und eine intensive und konstruktive Beratung im Anschluss. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält viele Punkte, die wichtig sind, um den Bildungsurlaub attraktiver zu gestalten. Deshalb werden wir dem Gesetzentwurf auch zustimmen. Wie können wir die Zahl der Menschen erhöhen, die Bildungsurlaub in Anspruch nehmen? Dazu enthält der Gesetzentwurf einige Maßnahmen. Grundsätzlich sind wir aber davon überzeugt, dass wir überlegen müssen, wie die Akzeptanz auf der Arbeitgeberseite für den Bildungsurlaub gesteigert werden kann. Zu häufig scheitert eine Beantragung der Arbeitnehmerinnen und Unwissenheit oder Angst vor negativen Konsequenzen am Arbeitsplatz. Insofern gibt der Gesetzentwurf keine Antwort, wie wir neue Zielgruppen erschließen können. Oder es scheitert daran, dass es nicht genug inklusive Bildungsurlaube gibt oder dass die Vereinbarkeit von Bildungsurlaub und Familie nicht gegeben ist. Es muss für die Träger eine finanzielle Förderung zur Verfügung gestellt werden, dafür diese inklusive Angebote entwickelt oder Kinderbetreuung anbieten können. Mein zweiter Punkt betrifft die Möglichkeit, digitale Bildungsurlaube anzubieten. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass es die Möglichkeit geben muss, digitale Bildungsurlaube anzubieten. Die Träger müssen das dort anbieten, wo sie es können und Sinn macht. Digitale Angebote dürfen dabei nur eine Ergänzung sein. Nicht sinnvoll erscheint uns das beim politischen Bildungsurlaub. Besonders hier halten wir das gemeinsame Lernen in der Gruppe für wichtig. Darin hat uns auch die Anhörung bestärkt, insbesondere das DGB Jugendbildungswerk, das Verdi Bildungswerk und der Hessische Jugendring, die politische Bildungsurlaube anbieten, haben deutlich gemacht, wie wenig zielführend das aus ihrer Sicht ist. Digital gehen der Diskurs, die Gruppendynamik und Interaktion der Teilnehmer verloren. Das haben wir auch bei Präsenzunterricht aber auch beim Studium auch gesehen, dass Präsenzunterricht und Präsenzstudium wichtiger ist, und das gilt auch für Bildungsurlaub. Der Charakter des Bildungsurlaubs verändert sich durch das digitale Format komplett. Gerade in Zeiten wie diesen aber der politische Bildungsurlaub besonders wichtig. Deswegen sollten wir ein besonderes Augenmerk darauf legen, wie sich die Angebote des politischen Bildungsurlaubs durch diese Öffnung im digitalen Bereich entwickeln. Digitale Angebote müssen aus unserer Sicht die Ausnahme bleiben. Als dritter Punkt müssen wir die Bürokratie für die Träger abbauen. Dazu haben wir einen Änderungsantrag auch eingebracht. In der Anhörung wurde deutlich, dass die Anmeldung von Bildungsurlauben für die Träger oft sehr bürokratisch, zeitaufwendig und mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden ist. Insbesondere der Hessische Volkshochschulverband und die Volkshochschule Frankfurt hatten auch darauf auf diese Problematik hingewiesen. Wir sind dem Argument auch im Ausschuss nachgegangen und haben uns gefragt, ob es sinnvoll ist, auf die einzelne Überprüfung von Bildungsurlauben zu verzichten und stattdessen auf eine Trägerzulassung zu setzen. Das Argument, dass in der Vergangenheit keine Bildungsurlaube abgelehnt wurde, erschien uns stichhaltig. Im Ausschuss hat sich aber herausgestellt, dass zwar so gut wie keine Bildungsurlaube abgelehnt werden, aber durch die Überprüfung inhaltlich teilweise nachgebessert werden muss. Insofern stellen wir heute unseren Änderungsantrag. Wir halten es sinnvoll, den Träger entgegenzukommen und das Antragsverfahren zu erleichtern, indem wir den Zeitraum für Typenzulassung von 2 auf 5 Jahre erhöhen, zumal andere Bundesländer bereits auf die Trägerzulassung angewiesen sind. Wir werben daher heute Zustimmung für unseren Ergänzungsantrag. Und vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Und jetzt kommt Frau Bächte-Scholz für die CDU und danach Frau Böhm für die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vieles zu den vorliegenden Gesetzentwürfen, jetzt ist es ja nur noch ein Gesetzentwurf der Landesregierung, habe ich schon anlässlich der ersten Lesung gesagt. Und auch deren Wert für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Arbeitgeber betont. Dieses will ich nicht noch einmal wiederholen, sondern vielmehr auf die Anhörung eingehen. In der Anhörung hat die eindeutige Zustimmung der Sachverständigen gezeigt, dass dieser Gesetzentwurf eine zeitgemäße Fortschreibung des Bildungsurlaubsgesetzes ist. Gelobt wurde insbesondere, dass die Vorlage der Landesregierung die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie, die neuen Herausforderungen und die Möglichkeit der Digitalisierung sowie der gesellschaftlichen Weiterentwicklung zutreffend berücksichtigt, also digitale Bildungsurlaubsformate auch möglich sind. Und hier betone ich sehr gerne erneut das gemeinsame Ansinnen, Herr Stirböck, mit der FDP, aber auch, dass Ihr Gesetzentwurf sicherlich darauf basiert war, dass Sie auch gemerkt haben, dass dieses Gesetz Ende des Jahres ausläuft. Und Herr Yüksel, digitale Angebote können auch nur eine Ergänzung sein und nicht das alleinige Format. Und in der Folge zu unserer Anhörung und zu den Aussagen der Anzuhörenden hat auch eine breite Mehrheit im Ausschuss diesem Gesetzentwurf zugestimmt. Lediglich zwei Fragen blieben nach der Anhörung noch ungeklärt. Zunächst die Frage der Umstellung auf eine Trägeranerkennung, verbunden mit einem weitgehenden Verzicht auf die Überprüfung einzelner Maßnahmen. Wie ich der Antragslage entnehme, sind wir alle der Meinung, dass dies kein sinnvoller Weg ist. Hierbei stehen wir auch als Hessen nicht allein. Das in Hessen geltende Verfahren befindet sich in Übereinstimmung mit dem Verfahren vieler anderer oder fast aller anderer Bundesländer. Und hierzu gibt es gute Gründe. Zum einen würde hierdurch ein erheblicher Zertifizierungs- wie auch Rezertifizierungsaufwand entstehen. Zum anderen würden die bestehende Rechtssicherheit in Bezug auf die einzelnen Maßnahmen zulasten der Träger, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeber abnehmen. Und dies zeigt sich, denke ich mir, auch in der Tatsache, dass viele Träger sich sehr klar gegen eine entsprechende generelle Trägeranerkennung ohne Prüfung von Einzelmaßnahmen ausgesprochen haben. Anders verhält es sich allerdings bei der Frage der Geltungsdauer einer Genehmigung für sogenannte Typenveranstaltungen. Und hier wird nun von der SPD in ihrem sehr eilig eingebrachten Änderungsantrag gefordert, die Geltungsdauer der Anerkennung von 2 auf 5 Jahre zu erhöhen. Unseres Erachtens ist eine solche Ausdehnung des Genehmigungszeitraums nicht zielführend. Denn beispielsweise erwarten wir zu Recht von der Verwaltung, auch von einer Landesverwaltung, dass sie regelmäßig ihr Handeln auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft. Unserer Ansicht ist es nach auch wichtig, wenn Bildungsträger selbst regelmäßig überprüfen, ob von ihnen angebotene Bildungsmaßnahmen von der von ihnen angebotenen Form und mit der von Ihnen angebotenen Inhalten sachgerecht sind oder ob sie in der einen oder anderen Weise überarbeitet werden müssen. Ein überschaubarer Zeitraum von 2 Jahren, wie im Gesetz vorgesehen, erscheint dabei viel sinnvoller und zielführender. Soweit nämlich Träger selbst zu dem Ergebnis kommen, dass ein Veränderungsbedarf nicht besteht, kann eine Verlängerung der Typenanerkennung gerade auch im Hinblick auf die Digitalisierung relativ einfach und ohne großen Aufwand erfolgen. Auf der anderen Seite kann aber auch gerade die Überprüfung und Eigenreflexion dazu führen, am Puls der Zeit zu bleiben. Eine Betrachtung, die sicherlich im Sinne jedes Trägers ist. Und gleichzeitig auch dieses positiv zu sehen, erhält hierdurch auch das Ministerium einen klaren Überblick, welche Maßnahmen von welchem Träger angeboten werden und kann im Zweifelsfalle auf einen Überschuss oder einen Mangel an Angeboten proaktiv reagieren.
sicherlich etwas, was in unser aller Interesse liegt. Und daher wären wir der Vorlage der Landesregierung, die eine sachgerechte und zeitgemäße Weiterentwicklung des Bildungsurlaubsgesetzes darstellt, unsere Zustimmung geben und Änderungsvorschläge, die die Qualität eines Gesetzes nicht verbessern, sondern eher verwässern, müssen wir leider ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Welche-Scholz. Frau Böhm ist die Nächste. Und Herr Martin kann sich dann schon mal auf den Weg von Nordhessen hierher machen. Frau Böhm, Sie haben das Wort. Danke sehr, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es ist ja schön, dass alle den Bildungsurlaub wollen. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Er ist auch ein wesentlicher Bestandteil und Baustein des lebenslangen Lernens. Und vor allem muss die gesellschaftliche Bildungsarbeit bestmöglich gefördert werden. Und Ziel des Bildungsurlaubs ist es, Durchblick zu schaffen, Demokratie und politische Beteiligung sowie die Konfliktfähigkeit zu fördern, selbstbewusst zu werden und bei der Bewältigung des beruflichen und sonstigen Stresses zu helfen. Dass politische Bildung wesentlich für Persönlichkeitsentwicklung ist, ist in diesem Parlament unschwer zu erkennen. Wir würden uns freuen, wenn alle in den Genuss einer umfassenden politischen Bildungsarbeit gekommen wären, wenn sie sich mit Geschichte, Demokratie, Klimawandel und Geschlechtergerechtigkeit intensiv beschäftigt hätten. Dann müssten wir uns nicht solche substanzlosen, aber gleichzeitig erschreckenden antifeministischen und rassistischen Reden anhören. Auch für die berufliche Bildung kann natürlich Bildungsurlaub genutzt werden. Da ist es auch möglich, ab und an Online-Formate anzubieten. Bei der politischen Bildung darf das aber nur die absolute Ausnahme sein. Weil es geht hier um persönliche Begegnung, den Austausch mit Menschen, das Erlernen demokratischer Prozesse, die Förderung kritischer Persönlichkeiten, die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Macht, die Erarbeitung neuer Kompetenzen, das Erleben einer anderen Region und Gesellschaft. Das kann man schlecht per Videoformat. Die Entwicklung zur mündigen Bürgerin, dem mündigen Bürger. Und das alles braucht tatsächlich Begegnung und die Freude am unmittelbaren Austausch. Aber vielleicht wollen das weder Landesregierung noch FDP. Wir als LINKE sehen den Bildungsurlaub als Chance, gerade für diese Gesellschaft, sich besser zurechtzufinden, eigene Standpunkte zu entwickeln, sich mit Rassismus und Rechtsextremismus, aber auch mit Ableismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Deshalb meinetwegen online, wenn es nicht anders geht. Aber Lernen braucht wirklich den unmittelbaren Kontakt mit Menschen, also offline und doch viel näher dran. Einige Änderungen im Gesetzentwurf der Landesregierung folgen durchaus einer richtigen Intention. Die Beantragung soll leichter und unbürokratischer sein. Mit der Flexibilisierung kommen Sie auch den Bedürfnissen von Teilzeitbeschäftigten entgegen. Auch die Erweiterung der Ehrenamtsbereiche ist durchaus begrüßenswert. Wenn Sie allerdings den Bürokratieabbau tatsächlich ernst nehmen würden, stimmen Sie dem Antrag der SPD zu. Das werden wir auch tun. Allerdings hält uns die nahezu schrankenlose Öffnung der Online-Formate davor ab, dem Gesetzentwurf unsere Unterstützung zu geben. Online-Formate braucht es nicht für die Umsetzung des Bildungsurlaubs, sondern für die Kommunikation zwischen Ministerium und Anbietern. Damit nicht länger alles postalisch beantragt werden muss, hier wäre der Einsatz von digitaler Technik doch wesentlich sinnvoller. Wichtig ist für uns als LINKE, dass es aber auch für viele Bildungsträger und die Gewerkschaften, dass es nicht zu einer weiteren Bevorteilung beruflicher Bildung kommt. Wenn der Arbeitgeber will, dass sich jemand fortbildet, dann muss er das auch tatsächlich finanzieren. Wichtig ist für uns, dass der Bildungsurlaub stärker den Beschäftigten angeboten wird und auch angenommen werden kann, ohne dass man Nachteile im Betrieb
befürchten muss. Und wichtig ist für uns, dass die Unterfinanzierung des Weiterbildungsbereichs beendet wird. Auch hier finden wir wieder die bekannten chronischen Erkrankungen der Landesregierung, Projektitis in Verbindung mit der zweiten chronischen Erkrankung, der Bürokratitis. Der Anteil an Projektfinanzierung und der damit verbundene Aufwand im Bereich der Mittelakquise, Mittelverwaltung und Berichtlegung ist für die Weiterbildungsanbieter erheblich gestiegen. Da fehlt aber auch noch eine Gegenfinanzierung. Das heißt, sie sind weiter belastet. Das ist eine schwere Bürde. Und ich möchte noch einmal zum Schluss auf den Beginn zurückkommen. Politische Bildung, richtig gemacht, hilft gegen rechte Ideologien. Das alleine ist Grund genug, sie mit viel Energie auszustatten. Danke. Vielen Dank. Und nun hat Kollege Martin für die Fraktion der GRÜNEN das Wort. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sorgen wir dafür, dass die Veranstaltungen und Seminare im Rahmen des Bildungsurlaubs auch digital durchgeführt werden können. Wir gestalten die Dauer der einzelnen Unterrichtstage zeitlich flexibler, machen Bildungsurlaub für Teilzeitbeschäftigte noch attraktiver und wir verringern den Aufwand für die Träger des Bildungsurlaubs durch eine digitale Antragsstellung. Alles in allem kann ich sagen, sind wichtige Weiterentwicklungen, die wir heute beschließen, um den Bildungsurlaub in Hessen noch attraktiver zu machen. Die Anhörung zum Gesetz hat uns darin bestärkt, dass die Landesregierung einen guten Gesetzentwurf vorgelegt hat. Die Änderungswünsche, die dort vorgetragen wurden, waren erstens wenige und zweitens hatten sie auch unter den Anzuhörenden keine Mehrheit. All dies hat dazu geführt, dass eine große Mehrheit von nun auch 4 Fraktionen, worüber ich mich sehr freue, heute dem Gesetzentwurf zustimmen wird. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Signal. Die Haltung der Linksfraktion kann ich nicht nachvollziehen. Sie begründen ja ihre Ablehnung maßgeblich damit, dass sie gegen digitalen Bildungsurlaub sind. Wir schreiben den aber ja nicht vor, sondern machen ihn auch nicht zum neuen Standard, sondern wir ermöglichen ihn überhaupt erstmal. Das war bislang nicht möglich. Wir ermöglichen ihn sowohl denjenigen, die ihn anbieten. Wenn ein Träger keinen digitalen Bildungsurlaub anbieten möchte, dann lässt er es. Und wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin keinen digitalen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen möchte, dann lässt sie auch das. Sie können sich also völlig frei entscheiden, ob sie einen Präsenzbildungsurlaub, ein hybrides Angebot, ein digitales Angebot nutzen. Mit dieser Änderung sorgen wir für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Bildungsurlaub. Wir erschließen neue Formate und eröffnen diese Formate eben auch für Menschen, die bislang nicht erreicht wurden. Außerdem sorgen wir mit Mindestanforderungen dafür, dass anerkannte Veranstaltungen in Hessen, egal wie sie durchgeführt werden, die entsprechenden Qualitätsstandards natürlich auch erfüllen. Klar, der persönliche Austausch ist wichtig beim Bildungsurlaub, und das ist auch völlig unbestritten. Klar ist aber auch, dass Anbietern und Nutzern digitale Formate pauschal verbieten zu wollen, das ist für mich schlichtweg aus der Zeit gefallen. Recht hast du in dem Bildungsurlaub, so lautete der Titel einer Kampagne des Sozialministeriums, die vor ungefähr einem Jahr gestartet wurde und zum Ziel hatte, noch mehr Menschen über die Möglichkeiten des Bildungsurlaubs zu informieren. Ich bin sicher, dass die heutigen Änderungen im hessischen Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub ebenfalls dazu beitragen werden, dass mehr Menschen Angebote auch in Anspruch nehmen werden. Dazu will ich alle Beschäftigten und Auszubildenden auch herzlich einladen. Informieren Sie sich doch mal über die Angebote und wenn Sie das interessiert, dann nehmen Sie sich doch gern einmal einen Bildungsurlaub. Es ist schließlich Ihr gutes Recht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen aus den Fraktionen liegen nicht vor. Der Staatsminister hat das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist fast genau 50 Jahre her. Es war der 12. Dezember 1972, dass dieser Landtag zum allerersten Mal einen Entwurf für ein hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub diskutiert und dann im Juni 1974 verabschiedet hat. Insofern ist es vielleicht auch ein schönes Jubiläum. Wenn man sich aber anschaut, wie Bildungsurlaub anfangs diskutiert wurde, nämlich äußerst kontrovers,
dann ist er längst ein anerkanntes Instrument des lebenslangen Lernens. Und unsere Novellierung, die wir heute dann hoffentlich auch beschließen, macht den Bildungsurlaub in Hessen künftig noch attraktiver und auch digitaler. Bildungsurlaub hilft den Beschäftigten, auf Herausforderungen in ihrem Berufsalltag besser reagieren zu können. Neue Kompetenzen, andere Perspektiven bringen dann auch frische Ideen mit in den Arbeitsalltag. Und durch die hälftige Lohnkostenerstattung für Kleinst- und Kleinbetriebe und die vollständige Kostenerstattung bei Schulungen zur Wahrnehmung des Ehrenamts entlastet das Land auch die Unternehmen finanziell. Denn Bildungsurlaub ist gerade auch für Beschäftigte kleiner Betriebe eine echte Chance. Gleichzeitig bleibt es eine stetige Herausforderung. Das hat, finde ich, auch die Anhörung noch einmal deutlich gemacht, den Bildungsurlaub tatsächlich dann auch in Anspruch zu nehmen. Da gibt es noch eine gewisse Ausbaufähigkeit. Die Gründe sind da sicher vielfältig, aber es gehören leider dazu auch nach wie vor Sorgen und Bedenken, wie die jeweilige Führungskraft auf eine solche Anmeldung reagiert. Teils ist auch der Anspruch auf Bildungsurlaub noch nicht bekannt genug oder er ist bei zusätzlicher Care-Arbeit auch nur schwer in den Alltag zu integrieren. Und deshalb verbessern wir mit unserem Gesetz auch die Vereinbarkeit von Familie und Bildungsurlaub weiter, indem die Kurszeiten flexibilisiert und digitale Formate ermöglicht werden. Bildungsurlaub erweitert den Horizont. Das tut jeder und jedem gut. Er hat auch nicht nur die berufliche Weiterbildung im Blick, sondern ausdrücklich auch die politische Bildung. Und das ist vielleicht in diesen Zeiten wichtiger denn je. Und deshalb behalten wir in Hessen auch unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Länderregelungen bei und rütteln am gesellschaftspolitischen Anteil bei Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung und bei Ehrenamtsschulungen ausdrücklich nicht. Im Gegenteil. Wir erweitern die Ehrenamtsbereiche sogar zusätzlich um Umweltschutz, um politische und kulturelle Bildung, um Bildung für Nachhaltigkeit und auch um das kirchliche und religiöse Ehrenamt. Wir schaffen außerdem die Rahmenbedingungen für digitale Formate als zusätzliche Angebote, und wir vereinfachen das Verwaltungsverfahren für die anerkannten Träger. Und auch das gehört zu diesem Paket. Deshalb freue ich mich auf Ihre Zustimmung, mit der Sie dazu beitragen, dass der Bildungsurlaub auch nach fast 50 Jahren weiter attraktiver Bestandteil des lebenslangen Lernens in Hessen bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Wortmeldungen liegen vor. Also kommen wir zum Abstimmungsprozedere. Ich sehe das richtig, dass der Antrag der FDP, der Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten, zurückgezogen wurde, Herr parlamentarischer Geschäftsführer. Jawohl, dann nehmen wir das noch einmal so ins Protokoll auf. Das heißt, wir haben abzustimmen über den Tagesordnungspunkt 11. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksachennummer 9271 zu 8769. Aber dazu gibt es einen Änderungsantrag der Sozialdemokraten. Den rufen wir jetzt zunächst auf. Das ist die Drucksache 209351. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion der Linken, die Fraktion der Sozialdemokraten, sonst niemand. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der Grünen, der Union. Bitte nicht verwirren von der Regierungsbank. Und wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD und der FDP. Damit ist der Änderungsantrag nicht mehrheitsfähig. Wir kommen deshalb zur Abstimmung über die von mir schon aufgerufene Drucksache 209271. Wer dieser Vorlage zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD, die FDP, die CDU, die Grünen, die SPD. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? Das sind die Linken. Ich gucke noch einmal, fraktionslose Kollegen sind nicht da. Damit hat der Gesetzentwurf eine breite Zustimmung gefunden und wird hiermit zum Gesetz erhoben.